Ja, ich bin wieder da. Sehr schön, weil das Wetter auch sehr schön ist und weil ich seit heute wieder richtig Sommer habe, denn ich habe meine Arbeitswoche begonnen, indem ich wieder mit kurzer Hose in die Arbeit gehe. Ja, da werden einige Frauen werden schwach und ihnen wird ganz heiß. Weil es draußen so warm ist natürlich, ganz klar. Peace. Oder wie wir in Bayern sagen. Oder so ähnlich. Ach, ist das schön daheim. Ich bin ja noch gar nicht daheim, aber ich fahre jetzt heim. Und ist das. Ich werde gleich den Ton wieder aussetzen. Es ist immer ein Problem, wenn ich Bluetooth verbunden habe mit meinem Radiogerät, dass dann, wenn ich das wieder ausschalte, kurz der Ton weg ist. Also mein Ton, den ich jetzt aufnehme. Und das merke ich dann immer beim Schneiden, dass da so ein kleiner Peak nach unten ist. Da, wo er eigentlich nicht hingehört. Genau, Fockechens Heimfahrt. Ich hätte mich erkundigen sollen, gell? Teil war unverständlich, aber auch nur, weil ich es jetzt hier einblende. Da sollte ja eigentlich alles draufstehen, was man wissen will oder auch nicht. Ich bin wieder da und für viele eine Freude und für noch mehr ein Leid. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das Video machen soll. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen soll. Tja, ich will damit keinen bloßstellen oder keinen irgendwie ans Bein pinkeln, wirklich nicht. Es geht im Endeffekt, ihr habt es ja oben gesehen in der Videobeschreibung bzw. als Überschrift, es geht um den E-Cannonball. Zwar nicht um den, der jetzt 2019 irgendwann im September, glaube ich, sein soll, sondern letztes Jahr, der E-Cannonball, der ja dann rein theoretisch, lass mich überlegen, 2018 war. Lang, lang ist es her. Es war auch recht kalt. Ich kann mich nur erinnern, ich war damals auch mehr oder öfter live dabei und habe mir das dann alles so ein bisschen angeschaut. War ja ziemlich, ja. Sagen wir, die Welt hat sich dafür eigentlich nicht interessiert, weil sehr viele das nicht gewusst haben, dass da einer ist. Nur die Leute, die in unserer Blase sich befinden, also in unserer E-Blase, die haben es natürlich mitgekriegt und das ist auch ziemlich gefeiert worden. Und es ist ja auch ein großer Erfolg gewesen. Es waren viele Teilnehmer, es sind alle durchgekommen. Mehr oder weniger ohne Schieben. Ja, aber interessant ist es erst geworden, als vor, ich glaube, es war 2 Wochen, die Reportage über den E-Cannonball in dem Magazin Grip gesendet, ausgestrahlt worden ist. Die waren ja damals mit dabei. Ich wusste gar nicht, dass die mit dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich Reporter hingeschickt haben. Kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber vielleicht kann mir das der Michael oder der Obi sagen, wie das genau war. Es hat irgendwie ausgeschaut, als waren da mehrere Teams live dabei oder halt mit dabei gewesen. Und das hat mich jetzt gewundert. Oder ob die das Filmmaterial gestellt gekriegt haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist es auf dem Grip RTL 2, glaube ich, ist das gesendet worden. Mein Arbeitskollege gleich, Mensch, Volker. Der schreibt mir immer, wenn in Grip irgendwas ist, welcher E-Mobilität. Volker, schau dir das mal an, da geht es um einen E-Cannonball. Ja, ich wusste es ja, weil ich war ja an dem Tag beim André bei Fair und haben wir dieses Frühstück gemacht. Und da hat es ja der André auch schon gesagt, dass das kommt. Ja, ich natürlich ja, war schon gespannt drauf, habe mir ein 0,33er Pilschen aufgemacht und habe mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wann es kommt. Ist dann kurz vor Schluss von der Sendung ist es dann gekommen.
habe mir das angeschaut und habe für mich schon gedacht, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so positiv rübergekommen ist. War irgendwie eine komische Berichterstattung. Bei uns in der Blase, also auch bei mir, ja, war ja das schon ein Riesenerlebnis, auch wenn ich nicht dabei war. Ich sage auch gleich warum. Und das war ja am Sonntagabend und am Montag bin ich dann in die Arbeit gegangen. So. Und in der ganzen Woche, weil, also mich kennen ja viele in der Arbeit, also jetzt nicht bloß wie hier YouTube, weil ich halt mit vielen Leuten zusammenkomme, das ist halt meiner Arbeit geschuldet. Und sehr viele haben mich halt darauf angesprochen, oh, hast du das gestern gesehen? Ui, wusste ich ja gar nicht, warum warst du dann nicht mit dabei? Und die kennen mich nicht jetzt von YouTube, aber die wissen halt, wie gesagt, von der Arbeit. Und auch ist es auch allgemein bekannt mittlerweile, dass ich ein E-Autofahrer bin. So, und dann kam eigentlich genau das rüber, was ich befürchtet habe. Diese Sendung ist nicht gut angekommen. Bei Leuten, die sowieso immer ein bisschen Probleme mit E noch haben, die irgendwelche Gegenargumente suchen und auch immer wieder finden. Und ein ganz großes Gegenargument war für mich auch diese Sendung. Nicht der E-Cannonball, aber diese Sendung für mich. Für viele Leute, die mich angesprochen haben, war aber nicht die Sendung das Problem, sondern der E-Cannonball. Mei, was sind denn das für Autos? Ah, das piepst jetzt mal raus, besser. Mei und mei sind das. Ja, leck mir am. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Der ist ja, ich habe da eine Ding. Ich fahre jetzt da nochmal rechts ran, weil ich will es nicht während der Fahrt lesen, weil sonst kommt dann gleich wieder wegen der Fahrt, die Augen bitte auf die Straße. Mit Recht. Aber das muss ich dann wirklich ablesen, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass das bei so bei normalen Verbrennerfahrern, die eben auch noch ja, die E-Mobilität gegenüber sehr skeptisch und negativ gegenüberstehen, die das dann schon so sehen, dass die E-Autos noch nicht so weit sind. Da gab es dann zwischen, also das, was hängen geblieben ist, dass derjenige, und ich lese jetzt dann der ab, ich glaube 18 Stunden unterwegs war, von Hamburg nach München. Und was auch hängen geblieben ist, ist, dass ein OB haben an die Ladesäule schieben haben müssen. Es ist nicht hängen geblieben, wie lang, dass das bloß 50 Meter waren oder 100 Meter waren. Und das auch nicht in welchem Zusammenhang, dass man da wirklich bis zum Schluss gefahren ist und einfach eine gute Zeit rauszuholen und so weiter, dass man da wirklich an die Grenzen gegangen ist. Das ist die Leute, die das kritisieren, und das waren, ich glaube, das waren schier 50 Leute, die mich darauf angesprochen haben, auch letzte Woche noch. Und dann haben wir gedacht, mache ich das Video oder mache ich nicht? Und dann, nachdem es letzte Woche ja eigentlich immer noch negative Anschauungen gegeben hat, dann haben wir gedacht, naja, dann mache ich es jetzt trotzdem mal, das Video. E-Cannonball pro oder contra, also positiv, negativ, fördernd oder nicht fördernd. In unserer E-Mobilitätsblase war es fördernd, für Leute, die es neutral betrachten, auch, weil die halt auch gesagt haben, oh, ja, schau hin, geht doch, man kann damit ganz einfach nach Hamburg auffahren. Weil immer dieser Spruch halt kommt, ja, damit kann man nicht von München nach Hamburg fahren, doch, das geht, sage ich immer, das ist kein Problem. Mit welchen Aufwand? Das muss man sich anschauen, und das ist halt vielen Leuten zu viel. Und ich glaube auch, dass es sehr vielen Leuten zu viel ist. Da steht es leider nicht drin in der Liste, wie oft das geladen worden ist. Aber wenn ich mich so richtig an das Grip erinnern kann, waren da schon Autos teilweise dabei, die 6-7 Mal geladen haben.
auf ein bisschen über 800 Kilometer. Und das ist für die meisten Leute, selbst wenn sie positiv über E-Mobilität denken, noch nicht serienreif. Das geht nicht. Jetzt fahre ich mal rechts ran und dann, dass ich diese Ding da vorlesen kann, diese Liste, die ihr im Endeffekt wahrscheinlich alle auch schon gesehen habt. Ich stehe jetzt ein bisschen schief da, macht aber nichts. So. Hier ist die Liste und ich stehe, also ich habe jetzt hier. Das schnellste war ja, das weiß ich, Clean Electric. Servus Jungs. Und Next Move mit 8 Stunden 28 Minuten. Und das ist für insgesamt 837 Kilometer wirklich eine geile Zeit. Das ist klasse. Also mit einem normalen Verbrenner brauche ich genauso lang. Also ich fahre immer so um die 120 auf Dauer, Tempomat rein und fahre halt gemütlich dahin, vielleicht auch 130. 837 Kilometer, da weiß ich genau, dass ich locker zweimal anhalten würde. Einmal, weil ich nicht mehr sitzen kann und weil ich unbedingt aufs Klo muss. Und einmal auf jeden Fall, weil ich einfach irgendeinen Kaffee will oder irgendwas oder auch was essen will. Ich möchte das nicht im Auto machen. Ich hätte es mit meinem Auto 837 Kilometer, wenn ich jetzt so mein Polo rechne oder mein Up, den ich damals gehabt habe, hätte ich es glaube ich auch nicht auf einmal geschafft. Ich hätte auf jeden Fall einmal tanken müssen. Also das heißt, ich wäre locker zweimal stehen geblieben, hätte den Tankstopp gleich dazu genutzt, auch noch was zu essen. Ja, auch eine halbe Stunde später ist ja eigentlich dann schon der zweite gekommen. Das heißt, im Endeffekt hat der wirklich eine gute halbe Stunde länger gebraucht. Und das ist schon enorm, ja, für die gleiche Strecke. Er ist ein bisschen länger gefahren, er wird eine andere Strecke gefahren sein. Aber wie gesagt, er hat eine halbe Stunde länger gebraucht. Und das ist immer nur eine gute Zeit. 7 Stunden ist immer nur eine gute Zeit. Nicht 7 Stunden, Quatsch, 9 Stunden ist immer noch eine gute Zeit. Weil wie gesagt, mit meinem Verbrenner, wenn ich nicht dauerhaft 160, 180, 190 fahre, wirst du das kaum unter einer schnelleren Zeit schaffen. Vor allem tagsüber, wenn natürlich hier mal ein Stau ist und da ist zähfließender Verkehr, du hast überall Baustellen drin und es werden auf diese Strecke auch einige gewesen sein. Und so weiter. Der dritte war dann schon 9,5 Stunden unterwegs, was für mich immer noch gut ist. Ich sage mal, alles so um die 10 Stunden ist für mich persönlich gut. Mir persönlich ist es auch gut, wenn es länger ist. Aber die meisten, die mich darauf angesprochen haben, was das für Schepperkisten sind, die da nicht einmal auf einmal durchfahren können, und die da 10 Stunden plus brauchen für diese Strecke, das ist ein Witz. Da fahre ich an Gardasee runter und fahre am anderen Ende von Italien hin, so nach dem Motto. Das Problem ist, da sind ja Ladezeiten schon mit drin, das ist klar. Alles, was über 10 Stunden dauert, ich schaue mal hier, 12. mit dem Kona, schon 11 Stunden, 11 Stunden 19 und so weiter. Also das ist für die Leute, also für mich, wie gesagt, ist es okay. Ich fahre jetzt ja auch dieses Jahr nach Berlin rauf und da bin ich auch ein bisschen länger unterwegs, auch wenn ich mit dem Kona fahre, weil ich einfach ein gemütlicher Fahrer bin und halt nicht so schnell fahre und ich rein theoretisch auf einen Happen rauffahren könnte, wahrscheinlich, wäre trotzdem mindestens einmal laden. Weil es einfach die Strecke nicht hergibt, dass ich so lange fahre, weil ich will es nicht so lange sitzen. Aber wir haben halt dann hier 12 Stunden 40, 12 Stunden 46, 13 Stunden 42, 15 Stunden, 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden. Das ist zu lang für die Leute. So, und jetzt ist es, so jetzt diese Liste, das ist die offizielle Liste. Und jetzt fahre ich weiter, weil ich lese ja jetzt nicht mehr. Im Übrigen habe ich jetzt einen Motor laufen lassen, das hört man halt nicht. Ja, so, das ist für viele Leute nicht alltagstauglich. Und für Kritiker, die E-Mobilität sowieso kritisch beäugen,
ist das eine Lachnummer gewesen. Wie gesagt, nicht meine Meinung. Und hier geht es nicht darum, ob das Auto das schafft oder nicht. Weil schafft hat es ja jeder. Ich glaube nicht, dass jetzt einer stehen geblieben ist und jetzt immer noch mit einem leeren E-Auto am Straßenrand steht und hofft, dass er irgendwann mal weiterfahren kann. Nee. Aber für die Leute, die skeptisch dem gegenüberstehen, und das sind die meisten, war diese Berichterstattung über dieses E-Cannonball-Rennen ein Witz. Und die Autos, die da gefahren sind, auch. Das ist leider so. Hat das E-Cannonball uns weitergebracht? Ich persönlich denke, ja. Aber die meisten denken wahrscheinlich nein. Weil das genau die Schwächen zeigt, die E-Autos noch haben. Reichweite? Auch wenn es geht. Ja? Und die Leute wollen auf einmal durchfahren. Es gibt jetzt viele wahrscheinlich, die jetzt drunter reinschreiben wollen, was, 860 Kilometer, die fahre ich auf einmal. Ich will, das ist für mich keine Strecke nicht. Respekt. Ich könnte es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht, weil ich nach zwei Stunden später, spätestens nach zwei Stunden sitzen, einfach einmal ein bisschen laufen will. Ein bisschen, keine Ahnung, wenn es Eis essen ist oder irgendwas, einfach was raus und vielleicht ein paar Kniebeugen machen, Halbmarathon laufen, irgend sowas. Ja, dass ich mich halt einfach ein bisschen bewege, weil sonst schlafe ich ein. Und für viele Leute geht es nicht, dass man da 8, 9, 10 Mal anhalten muss, um ans Ziel zu kommen. Der Grund, warum ich nicht teilgenommen habe beim E-Cannonball ist, wenn ich bei so einem Rennen mitmache, möchte ich um den Sieg fahren. Und das kann ich aber mit dem Soul nicht. Und das kann ich auch nicht mit dem Kona, auch wenn der erste Kona verhältnismäßig weit vorn war. Ich müsste nochmal nachschauen, dritter, vierter, irgend sowas. Aber ein Kona wird gegen einen Tesla keinen Sieg einfahren, glaube ich nicht. Das wird nie passieren. Und dass das Model 3 so gut abgeschnitten hat und sogar den P100D um eine halbe Stunde nach hinten verwiesen hat, war für mich schon sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeigt für mich, dass das Model 3 ein wahnsinnig tolles Auto und effizientes Auto ist. Der Hyundai Ioniq wäre es auch, wenn er eine größere Batterie hätte. Der Ioniq mit einer 40er Plus Batterie, sagen wir mal, wäre ein Hammer-Auto, ist so ein Hammer-Auto, weil mit einer 28er Batterie so weit zu kommen, ist schon respektabel, muss ich schon sagen. Ist ja ein ganz tolles Auto, sehr effizient. Das Model 3 ist am effizientesten. Warum, weiß ich nicht, Aerodynamik, der neue Motor ist ja da drin, vielleicht macht der noch was aus, die Akkus eventuell, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das sehr effizient. Und gegen so ein Auto zu gewinnen, da musst du schon mit einem anderen Auto kommen als mit einem Kona oder mit einem Soul oder mit einem Golf und so weiter. Und für mich war das einfach, und für mich ist alles der gleiche Grund, warum ich dieses Jahr auch wieder nicht mitfahre. Für mich persönlich ist es eine verlorene Zeit. Da bin ich, keine Ahnung, 1,5 Tage unterwegs, fahre 1600, 1700, 1800 Kilometer, weil ich mal von München auch am Auto fahren. Also dann bin ich irgendwo so mit 1800 Kilometer unterwegs, weil ich muss ja hoch nach Hamburg und runterfahren und von München wieder heim. Also 1800 Kilometer bist du locker unterwegs. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, dass ich mit dem Auto 1800 Kilometer fahre und ich genau weiß, dass ich, wenn ich ans Ziel komme, irgendwo im hinteren Mittelfeld lande, und da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich Rennen fahre, wenn ich Kart fahre, wenn ich Simulationsrennen fahre, dann fahre ich um einen Sieg, weil das für mich halt so ist, wenn ich in einem Rennen mitfahre. Und da ja das auf öffentlichen Straßen stattfindet, dieses E-Cannonball, dann ist das für mich, ich würde mich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, weil du das halt einfach nicht machen kannst. Das gleiche auf einer Rennstrecke wäre schon mal interessanter. Aber ja, aber das, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
Hat uns das Cannonball weitergebracht? Wie gesagt, ich sage ja, um den Leuten zu zeigen, hey, die Autos können das. Ich glaube, dass die ersten Verbrenner, wie die damals rausgekommen sind und wie damals, ich weiß gar nicht, das Cannonball ist ja schon irgendwann mal in die 20er Jahre, glaube ich, gewesen, irgendwann mal. Also, jetzt weiß ich nicht genau, wann das war, ich habe es gelesen, 1919, irgend sowas, hat es das erste Cannonball gegeben und die sind garantiert nicht schneller gefahren, im Gegenteil. Ja. Aber hat es uns weitergebracht? Ich glaube, bei den Skeptikern nicht, und ich muss heute auch wieder, und das ist jetzt schon mehr als zwei Wochen her, auch heute ist wieder einer auf mich zugekommen und hat gesagt, mei, das sind vielleicht Kisten, da musst du 10, die übertreiben ja dann wieder, da musst du 10-mal anhalten, brauchst 18 Stunden, dass du so eine Strecke, das, ich kaufe mein erster E-Auto, wenn ich das auf einen habe kann, und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Nicht jeder ist gewillt, seine Fahrweise so anzupassen und seine Einstellung so anzupassen. Und die muss man anpassen, wenn man so ein Auto fährt. Ist so. Man kann nicht einfach so weiterfahren, wie man es vorher mit dem Verbrenner gewohnt war. Und denen ist es auch egal, ob die Teslas dann, keine Ahnung, 160 oder 160 plus gefahren sind dann. Es ist alles egal, weil Auto, wenn 160 fährt und ich nur noch alle Stunden zum Tanken das, und dann eine Stunde stehen bleiben, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Also E-Cannonball hat es gezeigt, die Auto können das, die Fahrer können das. Habe ich jetzt gesagt, die Auto? Die Auto können das! Die Autos können das, die Fahrer können das. Aber mit welchem Aufwand, mit welcher Umstellung, und das ist halt für viele Leute, und ich rede jetzt nur von den Leuten, die ich bei Siemens kenne, wie gesagt, das waren locker 50 Leute, die mich darauf angesprochen haben, privat noch keiner, und von denen 50 waren, glaube ich, vielleicht 5 dabei, also 10%, die dann gesagt haben, ey, das finde ich toll, einfach nur zu zeigen, dass es geht. Aber die restlichen waren eigentlich negativ eingestellt. Ob es jetzt an der Berichterstattung lag, ob es jetzt an dem Rennen selber lag, ich glaube eher, ja, es hält sich die Waage. Also die einen haben die Berichterstattung gesehen, für mich war ja die auch nicht besonders positiv. Und für viele waren es halt einfach die scheiß Autos, die wir haben. Tut mir leid, geht gar nicht. Ich fahre nach München und dann nach Hamburg auf. Das musst du ja nicht jeden Tag machen, aber wenn ich einmal im Jahr nach Hamburg fahre, ich muss da 10-mal anhalten, oder kannst du deine Kübeln kannst behalten. Und ganz ehrlich, ich verstehe es. Ich verstehe es, dass die Leute so denken. Ich selber denke nicht so, weil ich fahre ja E-Auto, mir ist das egal. Und wenn ich 3-mal tanken muss, 5-mal tanken muss, dann ist das so, weil es mir nichts ausmacht. Aber ich glaube, dass einen hartgesottenen E-Mobilfahrer, wenn der von, keine Ahnung, von München nach Hamburg aufgefahren und da 8-mal laden muss, ich glaube, nach dem 6. Mal laden denkt er sich, jetzt geht's mal langsam auf den Sack. Kann ich mir vorstellen. Was sagt ihr dazu? Ich habe eigentlich nichts gesehen im Internet, ganz interessant, weil Grip ja eigentlich die normalen Folgen, die die immer haben, am Abend drauf schon auf YouTube dann veröffentlicht. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, aber dachte, na, vielleicht sehen das nur die Siemensianer so eng und so streng und so negativ. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass es auf YouTube rauskommt und dann bin ich halt auf die Kommentare gespannt und auf die Kommentare hin hätte ich eventuell das Video gemacht. Jetzt kommt aber das nicht, komischerweise. Die bringen ja jede Folge, bringen die irgendwie auf YouTube, aber komischerweise diese nicht. Hat das rechtliche Gründe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall warte ich immer wieder drauf, dass diese Folge kommt. Ich habe es noch nicht gefunden, vielleicht gibt es auch, verlinkt es mir doch bitte. Und da bin ich nämlich auch wirklich gespannt auf die Kommentare und diese Kommentare werden vernichtend sein. Allein die Kommentare, die ich bei Siemens gehört habe, und dann im Internet ist ja das dann sowieso nochmal eine ganz andere Schiene. Diese Kommentare werden vernichtend sein.
Und da werden elektrische Schrottkisten noch das Harmloseste sein, was da unten steht. Einerseits bin ich ja froh, dass sie es noch nicht veröffentlicht haben, weil das wird durch die Decke gehen. Garantiert. Was haltet ihr davon? Seid ihr meiner Meinung? Wenn nicht, warum? Ihr müsst meine Meinung nicht akzeptieren, das ist auch ganz klar. Ich habe nur so, bitte sachlich bleiben. Es sind jetzt über 25 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr das bis zum Schluss angeschaut habt. Sowieso wieder lang her, dass ich ein Video gehabt habe, deswegen mal ein bisschen ein längeres. E-Cannonball 2019, seid ihr da mit dabei? Warum macht das Sinn, warum macht das keinen Sinn? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde mich heute, das Wetter passt nur 15 Grad, naja, ein bisschen wärmer anziehen. Und da werde ich mich auf mein Moped stürzen und werde ich noch ein bisschen durch die Gegend hier im Birkland fahren, weil Birkland so schön ist. Und es kommt noch ein Video, ein kleines Ding. Ich möchte in 2 Wochen sowas, in 3 Wochen, vielleicht ein kleines Motorradtreffen veranstalten und damit zeigen, dass E-Autofahrer nicht zwangsläufig militante Umweltsoldaten sind, sondern einfach nur E-Fahren, was Spaß macht, und Motorradfahren auch, was Spaß macht. Man kann beides unter eine Haube und einen Hut bringen, auch wenn es manche nicht verstehen wollen. Das war's. Spiel geht's ab. Ab jetzt geht's bergab. Mit mir. Servus, sagt Locker. Euer Focker. Neutral.